gerade mal auf die Uhr. Ach, massig Zeit noch. Genug. So. Das Ding wollen wir jetzt fertig bauen. Die zwei habe ich richtig geraten. Die drei davon habe ich auch richtig geraten. Das Ding habe ich auch richtig geraten. Fackeln habe ich natürlich nicht mitgenommen, habe ich falsch geraten. Wow. So, dann mache ich mir mal eben Fackeln. Ich habe ja ein Stück Kohle. Das reicht ja für Fackeln. So, meine Framerate geht ziemlich den Bach runter, sehe ich. Ich sollte mal vielleicht die Render-Distanz noch etwas einpassen. So. Jetzt läuft das auch halbwegs normal. So, gut. Das habe ich alles gemacht. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. So. Ja, super. Ich dachte, man könnte da durchsehen. Kann man jetzt aber nicht. Ah. Ich liebe es. Ja, ich sollte mal nach der Aufnahme gucken, denn ich nehme die beiden Aufnahmen direkt hintereinander auf. Weswegen? Smeltery Controller. Fehlt da noch irgendwas? Wahrscheinlich. Was habe ich denn vergessen? Gucken wir mal ins schlaue Buch. Da. Shared Tanks. Smeltery Controller. Shared Tanks. Oh, need to start. Das ist alles da. Das ist in der Mitte. Warte mal. Smeltery Controller, ja, habe ich. Smeltery Drain. Habe ich auch gebaut. Shared Window. Shared Window. Shared Glass. Charging. Charging Channel. Gut, habe ich eigentlich alles gebaut. So. Fehlt vielleicht noch etwas an. Es kann natürlich sein, dass noch etwas an Lava fehlt. Müsste ich dann wieder mitnehmen. Oder ich ersetze einfach mal den Block da. Durch den da. So. Passiert immer noch nichts. Puh. Ja, what's the Fehler? Was ist der Fehler? Das ist jetzt eine gute Frage. Eine sehr gute Frage, die ich nicht weiß. Ah ja, genau. Ich könnte mal kurz den Shader ausstellen und dann das hier rausmachen und dann den Shader wieder anstellen. Der da. Dann. Ah, und jetzt habe ich auch keine Grafikprobleme mehr. Hoffe ich zumindest. Ja. So. Erstes Problem gelöst. Jetzt ist meine Framerate auch wieder ganz ordentlich. Ja, woran könnte das wohl liegen? Dass sich zwei Programme um die eine Anwendung gestritten haben. Okay, dann kann das wahrscheinlich an den letzten Sachen auch immer daran liegen. So.
Jetzt ist es natürlich doof, dass meine. Ich brauche unbedingt, wenn ich es schaffe, noch Quantum Boots oder Quantum Suit Leggings. Denn die sind einfach nur so schnell. Oder ein Jetpack. Wäre mir beides recht, obwohl das Jetpack ist langsam. Oder diese Boots of a Traveler. Die sind auch richtig schnell. Aber Magie wollte ich ja sowieso machen und Quantum-Zeug weiß ich nicht, ob ich in diesem Let's Play dazu komme. Denn das ist ziemlich aufwendig, Quantum-Sachen zu bauen. Und wenn man immer nur eine Stunde Zeit hat und immer an einer Stunde an was anderem arbeitet, weil man vergessen hat, was man die Stunde davor gemacht hat, ist das nicht sehr optimal. Fall, lauf, lauf, lauf. Friss. Lauf weiter. Okay. Gut. Habe ich alles? Wieder zurück. Vielleicht sollte ich mir auch einfach ein Tor in den Nether bauen. Oder Neta oder wie er genannt wird. Ich nenne ihn Nether. Damit wir eine verlässliche Lavaquelle haben. Oh, Zell. Jetzt geht's wieder. Das ist auch cool, dass der am Anfang, wenn man irgendwo rauskommt, es einfach nur sau hell ist und dann mit der Zeit wieder sich an einpegelt. Was manchmal cool ist, manchmal nicht. So, was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte nach den. Was habe ich denn eigentlich vergessen? Combination Shared Tank Smeltery Controller. 10 Bricks. Ah ja, genau. Ich wollte das einmal gucken, ob ich das jetzt falsch gebaut habe. Ach, falsche Richtung. Falsch gebaut habe. Ach so, nein, richtige Richtung. Falsch gebaut habe. Nein, nicht nochmal. Ob ich das falsch gebaut habe oder ob da gerade ein Fehler im System vorgekommen ist. Das glaube ich könnte sein. So, wir haben. Ich brauche Zinn. Habe ich nicht. Kupfer brauche ich auf jeden Fall. Zinn haben wir. Ah, Zinn-Ingot. Gut. Jetzt brauche ich das nochmal. Keine Ahnung. Weg damit. Ja, für Bronze nachher. Aber das brauche ich jetzt noch nicht. Ich nehme einfach alles mal mit. Ne, kann ich ja gar nicht. Boah. Ah, Storage Crates. Ah, es sind Storage Crates. Ich nehme sie einfach mal mit. Und. Gucke jetzt, ob man das Ganze machen kann. Ja, das ist jetzt eine richtige Ausprobiererei. Vielleicht habe ich auch hinten einfach nur. Habe ich einfach zu viele Blöcke nach hinten gebaut. Und deshalb läuft das jetzt nicht. Das könnte auch sein. Da bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Muss ich leider zugeben. Komm, Männchen, hüpfe, hüpfe, hüpfe. Und lauf weiter. Und hüpfe. Und laufe. Ah ja, genau, diese Folge werde ich das erste Mal in 1080p hochladen. Glaube ich zumindest, dass ich das machen werde. Wenn nicht, beschwert euch nicht bei mir. Dann ist es so, dass die Renderzeiten einfach zu lang sind. Dann beschwert euch bei meiner Grafikkarte, die nicht eingebunden werden kann, weil sie zu neu ist in diesem System. Oh, kommt schon. Was natürlich wundervoll ist. Ich habe wieder nur 23 Frames. 20.
Es geht eigentlich nicht so besonders. Boah, ich stelle die Render Distance nochmal runter, auch wenn es mich nachher stört, dass ich irgendwas, dass ich falsche Bilder sehe oder sowas. Oder ich sehe ja im Moment schon falsche Bilder. So. Lava Bucket. So, der hat 400. Nee, da fehlt irgendwas. Ah, Invalid Structure. Gut zu wissen, dass das da steht. Schön, dann mache ich das nachher mal anders. Ja. Dann baue ich nachher einfach mal. Okay. Ach, das ist die Tür. Geil. Schön, wieder Sonne zu haben. Baue ich jetzt einfach mal mit meiner schönen Spitzhacke, die komplett im Arsch ist. 3 mal 3, ne? Das bedeutet, dass ich einfach hier einfach mal was bauen werde und dann mal gucken. Ha, empty. Okay. Das bedeutet, hier hinten kann ich einfach mal alles abbauen. Und ich darf die dann einfach nur etwas höher bauen. Oh, wieso blendet mich die Sonne, wenn ich das abbaue? Also,